Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia Mashin for Pigs. Hier Schweinegegrunze einfügen und mir, dem Retro-Phrenologen. Wir sind immer noch hier unten, wo wir beim letzten Mal äußerst viel Feindkontakt auf einem Haufen hatten. Allerdings wissen wir auch immer noch nicht, wie die Maschine hier funktioniert. Allerdings glaube ich inzwischen herausgefunden zu haben, warum die Maschine funktionieren soll. Und zwar gab es ja hier Robin, eine verschlossene Tür, wodurch die wir wollen. Und ich denke, unser Auftrag ist es, das Schloss aufzuschmelzen. Ne? Das klingt auch relativ sinnvoll. This is me, not giving a fuck of anything happening here. Das haben wir schon gedrückt. Das haben wir alles schon gedrückt. Hier waren wir also auf jeden Fall schon. Alles gar kein Thema. Wie ihr merkt, ich bin momentan wieder in so einer mir ist eh alles egal Einstellung. Deswegen wird das wahrscheinlich eine äußerste geht so Episode. Steht jedenfalls aus. Ich habe ja immerhin einen Knopf gefunden. Den habe ich vorher nicht gesehen. Diesen hier. Aber ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann auch sonst hier nichts benutzen. Aber dachte, ich hätte hier fleißig irgendwelche Schalter gedrückt, aber das hat scheinbar nichts gebracht. Ich dachte auch, hier wäre mal eine Tür gewesen. Seriously, hier war doch vor 3 Minuten eine Tür, oder? Natürlich war da eine Tür. Mich doch verarschen. Ich gehe nochmal den Schalter umlegen. Ich habe das Gefühl, der hat die Tür zugemacht. Gibt's doch nicht. Verschwinden hier einfach Türen hinter mir. Komisch. Nochmal. Und laufen nochmal wieder zurück. Wenn die Tür jetzt wieder da ist, fresse ich einen Besen, glaube ich. Nö, die Tür ist immer noch weg. Hier war doch am Anfang der Folge noch eine Tür. Ihr wollt mich doch verarschen. Zur Hölle. Und hier fehlen irgendwie die Hebel. Überhaupt fehlt hier so einiges. Kann es auch nicht benutzen oder so. Nix kann ich hier. Gerade die Point-and-Click-Adventure in die Ecke gelegt, um Amnesia zu spielen. Und jetzt gibt es hier wieder Rätsel, mit denen ich nie weiterkomme. Ich mache jetzt einfach die Lampe an. I mean, what could possibly go wrong? Like nothing. Dann sieht man nämlich wenigstens was. Wie gesagt, es wurde sich einfach beschwert, weil es zu schweinedunkel war in diesem Spiel. Ich habe es wieder schweinedunkel gesagt. What was Neues? Kein Neues. Die Tür ist immer noch verschlossen. Spontan will es mir so scheinen, als hätte sich einfach nichts verändert seit der letzten Folge. Von abgesehen, dass, ja. Jetzt habe ich Schritte gehört. Aber das ist ja auch, glaube ich, wieder der Raum. Okay, ich höre Schritte von da. Ich höre immer noch Schritte von da. Wenn er jetzt gleich hinter mir steht und in den Arsch tritt. Nun. Dann steht er vermutlich hinter mir und tritt mir in den Arsch. Wo zur Hölle? Es klingt mehr, als wäre es hier. Das liegt daran, dass es hier ist. Dann gehe ich doch einfach mal hier lang und schließe einfach diese Tür. Ah, Venedig. Was war hier nochmal? Hier war eine Notiz, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Kennt ihr dieses doofe Gefühl, wenn man sich im Kreis bewegt in einem Horrorspiel? Allerdings verschwinden hinter mir Türen. Vielleicht ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen. Hier war ich schon. Ich weiß, dass da vorne gleich wieder ein Viech auf mich lauert. So ungefähr da
Nee, noch nicht ganz. Eher ungefähr hier. Schrei doch mal ein bisschen leiser, verstehe ich dich besser. Oder ist der jetzt weg und deswegen komme ich hier weiter? Das wäre ja nicht unplausibel. Aha. In der Tat, der ist jetzt weg. Und da ist eine Tür. Aha, wir machen doch Fortschritte. Doch nicht, weil diese Tür hier versperrt ist. Was soll das? Ich fühle mich verarscht, Spiel. Pff. Das gibt's ja nicht. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Hier ist der Fahrstuhl. Ja, den wollen wir irgendwie... Ich stecke fest. Den wollen wir irgendwie aktivieren. Das weiß ich noch. Boah, das ging ja nicht. Der ist ja very deactivated. Der hat noch nicht mal einen Aufmachschalter, dieser blöde Fahrstuhl. Was ist das überhaupt für ein Fahrstuhl, den man nicht benutzen kann? Der öffnet sich einfach von alleine und wer als erstes reingeht, hat verloren oder so. Und man kann ihn ja von außen nicht wieder öffnen. Das ist der Fahrstuhl of No Return. Aha, ein Federkiel. Glaube ich, der erste Federkiel, den ich im Spiel sehe. Aber sonst scheint es ja recht wenig zu geben. Pff. Es knirscht ein bisschen. Ich laufe halt hier mal ausnahmsweise mit der Lampe durch die Gegend, weil... Warum nicht? Im schlimmsten Fall habe ich halt Feindkontakt. Ja, hier ist wieder das zweite von diesen Dingern. Die kann ich zwar aktivieren. Aber was bringt das? Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Hier ist wieder eine Maske. Auch das verstehe ich nicht. Die Masken liegen überall rum und sie tun nichts. Hier gibt es ganz viele Dinger. Ich verstehe, die Dinger brauche ich. Thank you. Das heißt, in dem anderen Raum werden auch ein paar von diesen Dingern gewesen sein und die kann ich dann dahin schießen. Aha. Das heißt, ich muss jetzt nur wieder zurück zum Eingang gehen. War hier nicht irgendwo so eine Chase-Sequenz? Kommt die nochmal? Nein, ich denke nicht. So, jetzt springen wir hier wieder runter und sind wieder da, wo wir hergekommen sind. Jetzt wissen wir auch wenigstens, warum wir dahin wollten. Jetzt müsste hier ja... Eins irgendwo sein. Eins, genau. Eins. Jetzt gehen wir nochmal hier lang und da müsste auch noch eins sein im Low Temperature Storage. Aber hier war es so schweineverwirrend. Nee, hier ist nix. Wie doof ist denn das? Ach da, es fällt hier runter. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Das heißt, ich bin in der letzten Folge völlig umsonst einmal quer durchgerannt. Das heißt, ich kann mir hier noch eins geben lassen. Klick. Nö. So ein Riesenfass und da ist nur eins und ein Teil drin. Ganz schön wenig zufriedenstellend. So, jetzt haben wir zwei bekommen. Vielleicht reichen zwei, ja. Wer weiß. Meine Güte. Dann war die letzte Aufnahme völlig umsonst. Wie witzig. I guess. Zack. Und aus der dritten sollte jetzt einfach die Substanz rauskommen, die wir haben wollen. Wie wär's? Sieht vielversprechend aus. Bing! Das klang schon ein bisschen wie eine Mikrowelle. Aber bester Zentrifugen-Sound ever. Das heißt, der Weg zu den Pens ist jetzt zu, der Weg dahin ist zu, aber der, die Tür ist da vorne immer noch nicht wieder da. Ja, was habe ich jetzt gefunden hier? Ich habe mir was aufgeschrieben. Was hast du dir aufgeschrieben?
A heady brew. I have the compound. It hisses and steams in its container like some living thing. A witch's jelly to burn and corrode. The container is made from glass. Strange choice, unless there is some particular reason why the metal that pervades everywhere else cannot be brought into contact with this so-called Compound X. I should investigate further for clues. Ja, ich hab da so eine Idee, was ich mit der Substanz machen werde. Ich werde sie gegen ein Schloss schmettern. Flieg, Substanz 10, flieg ein bisschen weiter. Almost perfect. Unless I wanted to pass through there, it was very perfect. Vielleicht, wenn ich hier jetzt so Strom anmache? Oder, ich würde mit dem Ding ja gerne interagieren, aber ich habe nichts, um damit zu interagieren. Ich habe ja nicht mal ein Inventar. Nehmen wir halt einfach irgendwas. Aber wir können ja so wenig Dinge aufheben. Das können wir nicht... Ah, vielleicht Licht. Licht klingt richtig. Klingt vor allen Dingen lichtig. Richtig lichtig. Aha! Der Retro wieder. Der macht's einfach. Gut, hat nicht funktioniert, aber der Retro, der macht's einfach. Light it down! Aua, ich wurde ein bisschen geblendet. Wieder ein bisschen geblendet. Oh. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, no? Und der Mandus imaginiert schon wieder. Oswald, keep your shit together and go straight on. Aber er kann einfach kein Blut sehen. Er ist Metzger, aber er kann einfach kein Blut sehen. Schlimmes Schicksal. Und jetzt wird es wieder schweinedunkel, Leute. Nee, langsamer. Wenn ich könnte, würde ich rückwärts laufen. Well, this looks... Es hat sogar die richtige Farbe, wie der Eingang zur Hölle. Es ist tiefrot da unten. Aber was habe ich für Möglichkeiten? Hier ist nicht viel. Gar nichts, um genau zu sein. Ein verschlossener Eingang nach oben. Alles quite steampunkisch. Ich denke, wir klettern einfach mal runter, ne? Dies muss die unglaublich sinnloseste Leiter ever sein. Sie führt zu einem Raum, in dem nichts ist. Außer ein noch tieferes Loch, in das man nur reinspringen kann. Well, I'm not going down there. Or maybe I do. Was habe ich schon für Wahlmöglichkeiten? Gut, ich könnte wieder nach oben klettern, mich mit einer heißen Tasse Kakao an den Kamin setzen und sagen, da liegt ein Skelett. Ja, wenn da unten ein Skelett liegt, dann gibt es natürlich keine bessere... Was steht denn da? Pilch Pump Maintenance Access. Ja, und warum gibt es dann hier keine Leiter? Warum muss man hier runterspringen auf so einen Haufen Stroh und kommt dann von unten nicht wieder hoch? Wer baut sowas? Ach ja, Oswald. Natürlich. Gut, springen wir da mal runter und gucken, was da sein mag. This leaking world. The bottle of gin was empty. Sleep seemed impossible. Above the skyline of London, he could only see the temple rising into the smog. Jetzt sind wir also wieder mal eine Etage tiefer gekommen und endlich unter der Erde. Bisher war alles oberirdisch, das sah nicht so aus und wir waren irgendwie auch zwischendurch unter den Keller gegangen, aber der Grafik nach waren wir immer noch überirdisch. Aua. Schmerz. Es ist ziemlich dunkel hier unten. Ja, lieber Oswald, das war vielleicht nicht deine beste Idee, hier runterzuspringen. Aber es war auch nicht deine beste Idee, so etwas hier zu bauen. Den Eingang zur Hölle. Aber wenigstens sind wir zwischen auf einem Haufen Skelette aufgewacht. Die
Tarnung wird uns bestimmt weiterhelfen. Gut, liebe Freunde, mit diesem wunderbaren Abgang beenden wir die Folge aber auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, wir sehen auch diesen Knochenopa hier beim nächsten Mal wieder. Und diesen Knochenopa und diesen Knochenopa und auch diesen Knochen... Oh, diesen Knochenopa kann man aufheben. Kann man hier... Gibt es ja auch den Handmodus. Ne, den gibt es leider nicht. Horatio! Sein ihn oder nicht sein, das ist hier die Frage. In diesem Fall nicht sein, weil wie gesagt... Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.